Ich wünsche einen schönen guten Nachmittag, wünsche ich euch, ihr Kinder. Es ist noch wieder warm draußen und schön draußen. Und ich will euch eine weitere Geschichte von den vielen Tieren, von dem Mini, das Reh, der Hase, Rumpel, der Bär Mascha, der Vogel Pedro, der Igel Paul, die Maus Adam, die Eule Timmy, die Häsin Mia. Die Eule, Bodo und der Bauarbeiter Tom und die Frau Tima erzählen. Es war eine ganze Weile, die waren lebten im Haus. Viele Tage und viele Jahre im Haus gelebt. Auf einmal gingen sie wieder im Wald. Auf einmal gingen sie wieder im Wald. Gingen sie einmal im Wald wieder. Und auf einmal war der Förster wieder da und hat ein Reh angeschossen. Ein Reh angeschossen. Kam der Förster, der böse Förster, und hat einfach ein Reh angeschossen. Das Reh heißt Bambi. Einfach angeschossen und alles drum und dran. Und sie gingen im Wald. Und wollten nochmal Pilze suchen und Beeren suchen und alles. Auf einmal liegt das Reh hilflos im Gras und weinte bitterlich. Oh, mir ist so kalt, sagt das Reh. Auf einmal sagte die kleine Mini. Oh, das ist ein kleines Rehchen, verletzt. Und da kam die Eule an. Macht die Eule. Macht die Eule. Hier ist ein Reh. Das ist total verletzt. Das braucht Hilfe. Und Rumpel sagt, ja, wir wollen ihm helfen. Wir wollen ihm die Wunde wieder heil machen und sauber machen, die Wunde. Und die Kleinen von Rumpel waren ja schon ein bisschen groß gewesen. Und hoppeln, ja, wir wollen auch mithelfen. Wir sind ja eine Familie geworden langsam und wollen ein Abenteuer erleben. Muck, 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 machte das Reh, das kleine Häschen. Und die Häsin sagte auch, ich will euch auch helfen miteinander. Ihr habt mir auch geholfen, die Zeit durchzustehen. Und mit den Kleinen und alles habt ihr mir geholfen. Ich will euch helfen, das Reh von dem Förster zu befreien. Und die kleine Mini läuft dem Förster hinterher, beißte und zwickte an Bein und an Arme, dass der Förster verschwindet. Jetzt kommt die Maus Adam. Die Maus Adam sagte, so geht das nicht. Du kannst nicht einfach wilde Tiere wehtun. Und der Bär Mascha hat ja Kraft und alles. Hau dir die Pfote ins Gesicht bei dem Förster, dass er umfiel. Du sollst hier nicht her und fremde Tiere schießen. Das geht nicht. Du kannst nicht einfach wilde Tiere schießen. Das geht nicht. Und das Mädchen sagte auch, das geht nicht einfach. Du kannst nicht wilde Tiere schießen und alles. Das sind Tiere des Waldes, die sorgen für Ordnung und Lebensraum im Wald. Die kann einfach nicht erschießt werden.
sagt die Alte von Adam, sagte piep, 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 das geht nicht. Du, ihr könnt einfach die Tiere nicht erschießen. Komm, wir wollen das Reh retten. Das gehört zu unserer Familie. Und Pinky sagt, der Vogel sagte, ja, piep, 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 ich bin so froh, dass sie bei uns ist. Bei uns ist. Bambi, wir wollen ihn helfen, fliegen, ein neues Abenteuer mit ihm erleben, dass er gesund wird. Sie gingen eine ganze Weile im Haus, zum Haus hin. Sie gingen zum Haus hin, ganz langsam, und die Eule sagt, huhu, huhu, ein neuer Bewohner. Wir sind froh, dass er da ist und wir ein neues Abenteuer erleben. So können wir mehr Futter geben. Und der kleine Bambi weinte bitterlich. Oh, ich weine so bitterlich. Mir tut das so weh. Der Fuß tut mir so weh. Sagte der Bambi. Und die kleine Mini sagt, brauchst keine Angst haben. Und leckte die Pfote und rote Moos, damit das wieder heilt. Moos und Heu und Vitamine, Äpfel und Birnen und Bucheckern und Eicheln holte das Mädchen, das Rehmini, dass es wieder gesund wird. Du brauchst keine Angst haben, ich helfe dir. Auf, damit du wieder gesund bist. Und dann sagt der Bambi, ja, ich will bei euch sein. Ich bin glücklich, bei euch kennenzulernen, euch alle Tiere, dass ihr bei mir seid und mich beschützt vor dem bösen Jäger. Das geht doch nicht so, dass er mich anschießt. Einfach. Wir sind Tiere des Waldes, wir gehören da in den Wald und wollen nicht gestört werden von bösen Menschen. Und Rumpel sagt, ja, wir sind eine Familie geworden. Wir sind so glücklich. Ich bin so froh. Küssi, mein Fräuchen. Ich bin froh, dass wir uns alle haben und dass wir glücklich sind und dass wir immer größer werden und glückliche Familie werden. Ja. Und der Bärmascher sagt, ja. Ich habe zu viel Kraft der Kräfte und sagte, brumm, brumm, sagt er, ich kann euch beschützen. Ich habe so viel Kraft, ich kann Holz holen, ich kann kleine Bäumchen holen, Bäumchen wieder einpflanzen, damit die wieder neu wachsen und neues Grün ergrünt und erblüht, kann ich einpflanzen. Und das Kleine sagt, ja, ich will die kleinen Haarriesen sagen, ich will auch bald groß und kann helfen, euch miteinander das Haus verschönern und den Garten verschönern, Möhren pflanzen, Radieschen, Salat pflanzen für uns, dass wir gute Vitamine haben. Und der Bauarbeiter sagt, ja, wir sind immer größer und wir wollen bald zusammenbleiben, eine Familie gründen. Und das Mädchen sagte auch, wir sind eine Familie und wir sind so froh, dass wir bei euch sind und euch hier unterstützen können. Eure Art, ihr seid eine seltene Art und wir wollen euch schützen vor bösen Jägern und Förstern. Ne? Wir wollen das Haus verschönern und alles aufbauen, den Garten, damit ihr zu essen habt und der Wald schöner ist. Immer wieder neue Bäume pflanzen, damit die gesund bleiben, sich entwickeln und nicht zerstören. Darum wollen wir euch beschützen. Das ist wieder eine Geschichte von mir. Einen schönen Nachmittag wünsche ich euch. Ist ja bald Ferien, ihr Kinder. Und es kommen immer wieder weitere Geschichten von mir. Schönen Dank, dass ihr zuhört und mein Ohr vertraut. Danke.